Moin Moin, willkommen in der Villa Kunterbunt. Die Villa Kunterbunt ist eine alte Scheune, die hier auf Alcara steht und die dringend mal repariert werden muss. Und weil es so schönes Wetter ist, es ist zwar bitter kalt draußen, aber die Sonne scheint, habe ich mir gedacht, schnappe ich mir mal die Kamera und mache dann mal ein paar Bilder von den Tieren, die hier in der Villa Kunterbunt leben. Hier leben die Katzen, gemeinsam mit den Hühnern. Das ist munter, der ist noch gar nicht ganz wach. Ja, wie gesagt, hier leben die Katzen, gemeinsam mit den Hühnern und Hasi, unserem Kaninchen. Dann gibt's noch, da ist Hasi. Dann gibt's noch den Max, das ist unser Hängebauchschwein. Die Ponys leben im hinteren Bereich der Villa Kunterbunt. Und die Igel, die leben unter dem Palettenboden, auf dem das Heu gelagert ist, und die machen zurzeit bestimmt Winterschlaf. So, hier sieht man die Hühner und Hasi nochmal. Unsere weiße Henne, die Rita, hatte sich dazu entschlossen, bei minus 10 Grad mal eben in die Mauser zu gehen. Da schläft jemand, das ist Anke. Unsere jüngste Henne. Und wer schläft denn da? Schwarze Borsten. Ganz verkrümmelt im Heu. Ja, das ist unser Mäxchen. Unser Hängebauchschwein. Der buddelt sich dann immer ins Heu. Da findet er das schön warm. Und da schläft er. Es sei denn, es gibt was zu futtern und er ist sehr hungrig. Dann ist er ruckzuck wach. Aber im Moment schläft er tief und fest. Wie man sieht, kann man ihn kaum wachrütteln. So, ein Schwenk nach dem Frühstück. Ich hatte gefüttert, hatte die Kamera beiseite gelegt. Und jetzt wird gemummelt. Max hat natürlich sein Futter schon längst aufgefressen und versucht jetzt den Hühnern noch ihre Körner zu klauen. Und Hasi frisst natürlich dann auch immer mit. Das ist Lucy, das ist die Chefin der Hennen. Mäxchen nochmal. Der schnubbelt sich da so durch. Mäxchen kann, wie alle anderen auch, quer übers Gelände laufen. Der läuft sehr gerne mit den Ponys über die Weiden. Die Ponys sind seine besten Freunde. Da sind wir jetzt im hinteren Stall, wo die Ponys gefüttert werden. Das ist einmal der Große, der Long Beach, und Adi, unsere beiden Oldies. Das ist jetzt die Lilly. Lilly ist unser kleines Pipi Langstrumpf Pony und hat immer nur Blödsinn im Kopf. Die werden dann auch mehrmals am Tag mit Heu zugefüttert. Ansonsten können sie auf den Wiesen im Winter frei rumlaufen und sich da alles frische Grün zusammenschnubbeln, was sie noch zur Zeit unter der Schneedecke finden. So, das ist unsere kleine Josie. Die war auch draußen, wie man sieht. Alles weiß, voller Tau. Ja, das ist das Eiweißfutter der Hühner. Wir haben gedacht, was kann man im Winter denn als Regenwurmersatz anbieten, weil die ja auch Eiweißfutter brauchen. Und jetzt bekommen sie alle paar Tage mal ein Händchen voll frisches Gehacktes gefüttert. Gerade unsere Rita, die ja in der Mauser ist, braucht das ganz dringend, damit sie neue Federn ausbilden kann. Getränkt werden die Tiere aus einer Muschel von den Kindern. Das ist so eine Sandkastenmuschel. Und da wird täglich frisches Wasser eingegeben. Und weil es ja zurzeit so friert, sieht man hinten im Bild, dass die Eisschollen dann immer hinten ausgeschüttet werden. Nun kommen wir so mit dem Blick auf die Schafe. Und die Schaffütterung, die zeigen wir euch separat in einem anderen Video. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Und ihr schaut öfter mal in die Videos von den Tieren hier auf Alcara und von allem anderen.
mit dem Garten und der Permakultur und der Selbstversorgung und alles, was es so